Oh, Heiner. Die wollen sie entführen. Naja. Meine Lieblings-Mega-Entwicklung. Also Ampharos und Altaria sind sehr weit vorne. Und Gardevoir. Gardevoir mag ich auch sehr gerne. Absol ist auch ziemlich stylisch. Und Lamus finde ich einfach nur witzig. Diancie ist auch ganz schön. Ja, aber ich glaube, Altaria wäre bei mir sehr weit vorne. Aber Altaria ist als Emote halt ein bisschen schwierig, weil wir haben ja Mega-Entwicklungs-Emotes, weil es einfach nur Fluff wäre. Aber ansonsten ja, Altaria, Ampharos, Gardevoir und Absol, denke ich. Ja. Ich glaube, die Mega-Entwicklung, die ich tatsächlich am allerwenigsten mag, ist Knackrack. Für Knackrack sieht einfach nur beknackt aus. Sowohl das Gesicht als auch die Tatsache, dass es einfach keine Hände mehr hat. Was ist, wenn es dich irgendwie, keine Ahnung, es will einfach nur irgendwie ein Stück Schokolade snacken und dann durchbohrt es das einfach, weil es einfach keine Hände mehr hat, sondern nur so komische Sicheln. Also Mega Knackrack, nee. Aber wobei ich andere Mega Brutalanda ist halt irgendwie einfach ein Croissant und Scaraborn ist Pinocchio. Also manche Mega-Entwicklungen weiß ich nicht. Aber wie gesagt, einige finde ich auch ganz schön. Wieso haben wir denn eigentlich kein Absol-Emote auf Tier 3? Wenn du mir eine gute Emotion für Absol sagst, dann mache ich dir eins. Absol hat halt so ein bisschen das Problem, dass es irgendwie so im Ganzen sehr anmutig aussieht, aber wenn du halt nur das Gesicht hast, ist halt ein bisschen schwierig. Ah ja, jetzt kann ich hier durch. Eclair Edge. Edgelord. Kann ich auch Sasuke nehmen. Aber der ist vielleicht, geht nicht als Pokémon-Mega-Entwicklung durch. Aber Sasuke hat zumindest, ich habe ja Naruto nicht gesehen, aber zumindest in Boruto hat er quasi den gleichen Haarschnitt wie Mega Absol. Also eine gewisse Ähnlichkeit ist da durchaus vorhanden. Smack. Und nach dem Stream habe ich so eine Liste von Gracie mit 30 Vorschlägen, was Mega Absol für ein Emote sein könnte. Ich sehe es kommen. Guten Tag. Niemand braucht Konkigas mehr. Die sind so lästig, groß und schwer. Konmini heißt der letzte Schrei, so leicht und leistungsstark dabei. Ein großer Mann schuf Konkiga. Ein Typ aus Altros Spitzenliga. Doch der, der uns Konmini brachte, ja, der, der dies Gerät erdachte. Gegen den wir nur Zwerge sind, war selbst ein recht seltsames... Warum muss mich eigentlich immer jemand stören, wenn ich unser Firmenlied rappe? Okay. Wieso muss ich mir eigentlich... Oh. Ich habe kurz hochgeguckt. Bei dieser Idee mit Absol ist so ein bisschen hochnäsig. Warum muss ich mir jetzt eigentlich Absol in der Boa Hancock-Pose aus One Piece vorstellen? Ich meine nicht, ich weiß nicht, wie es das machen würde, aber ich muss mir das gerade so ein bisschen vorstellen und finde es leider zu witzig. Das macht mich hier alles echt fertig. Das denken sich wahrscheinlich einige Leute in meinem Stream immer. So, Luxtra, gut, dass wir dich mitgenommen haben. Flup. Oh mein Gott, Kasumi hat ein Croissant gemacht. Auf 12 Uhr einfach. Das ist ja schon mega knuffig. Oh.
ist einfach ein dicker Croissant. Vor allen Dingen nicht irgendwie in einem Häuschen oder so, einfach offen. Warum sind Meerschweinchen eigentlich so süß? Melli, ich kann von hier aus doch... Ich müsste extremst zoomen. Weil das ist ja 3 Meter... Nein! Kasumi, leg dich wieder hin! Das ist ja 3 Meter entfernt. Ich habe ein Foto für dich gemacht. Warte. Ich poste es dir in Stream Highlights. Oh, meine Autokorrektur kennt sogar Melli. Ha! Cool. So. Live aus dem Stream. Sie macht nicht mehr so einen ganz schönen Croissant wie gerade, aber sie liegt da zumindest immer noch. Und das ist halt sehr ablenkend, wenn ich so beim Stream rüber gucke und da sind süße Meerschweinchen. Also die Leute eigentlich in Stream-Highlights immer am aktivsten, wenn ich gerade aktiv streame? Mein Stream sonst etwa kein Highlight. Und Maki natürlich auf dem Bild wie immer am Fressen. Logisch. Und Herr Catchys Nase ist sogar auch drauf. So, haben wir zumindest alles einmal abgeschaltet. Hey, wartet bitte mal. Diese Tür dort unten ist der Notausgang. Er führt direkt zum Oberdeck hinauf. Nachdem ich Herrn Tolero Tschüss gesagt habe, werde ich ihn öffnen, damit wir schneller rauskommen. Hey, schon wieder dieser Ranger. Warum ist der Professor hier? Naja, das Weimar sollte jetzt sowieso schon beim Boss sein. Ihr kommt zu spät. Ganz ruhig. Lass die Funkraum stecken. Wir sind nicht mehr im Dienst. Ich habe überhaupt keine Lust zu kämpfen. Wir haben gelogen und behauptet, das Weimar wäre das neue Wylord Mini. Ich frage mich, ob die was gemerkt haben. Ich könnte Erholungsurlaub gebrauchen. Vielleicht mal einen Berg besteigen. Das ist keine Erholung. Das hätte doch mal was. Okay, Mangeton, du darfst noch mitkommen. Und die Leute, die jetzt nachträglich den Stream gucken, denken sich so, hä, wo hat sie was für ein Foto gepostet? Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall unserem Discord-Server beitreten. Der ist nämlich sehr cool. Meistens, ja. Da kann man ganz viel schreiben. Und es gibt sogar von der Community selbst sehr viele Events, muss ich sagen. Also viel, was halt selber organisiert wird oder halt auch viele Abende, wo jemand im Voice-Chat sitzt und irgendwas spielt und man zugucken kann. Und wenn ich endlich mal aus dem Quark komme, dann möchte ich auch mal wieder Events organisieren. Aber wie vorhin erzählt, mit den ganzen Emotes und so, bin ich ziemlich beschäftigt. Aber ja. Ich wollte schon seit, ich glaube, Montag den Wachdienst mal drauf anhauen. Aber irgendwie kam ich nie dazu. Jetzt hast du's ja. Oder irgendwas anderes wurde im Wachdienst besprochen und dann kam ich auch nicht dazu. Aber eigentlich hatte ich vor, in den nächsten... Hallo Bodo. Wochen oder Monaten vielleicht mal wieder was Richtung Kreativ-Event zu machen. Aber ich kam nie dazu, es anzusprechen oder zu planen. Weißmehl, Weißmehl, ich bin es. Oh, Bodo! Ich rufe dich wegen der Gelbgemme. Du erinnerst dich? Großer Kristall, gelb? Wir sind doch befreundet, ja? Du kümmerst dich drum, okay? Okay. Weißt du, ich erinnere mich gerade, ich habe da noch eine wichtige Vision zu erledigen. Du kommst zur Huberwüste. Jetzt, bitte, stell schnell, jetzt gleich. Er hat schon Lack gesoffen, oder? Bodo? Er hat Vision statt Mission gesagt. Veralbert er uns? Ist ihm das mit dem Top Ranger zu Kopf gestiegen, oder was? Keine Ahnung, was da los ist, aber du siehst besser zu, dass du in die Huberwüste kommst. Nachdem wir das Weimar gerettet haben, versteht sich.
Ja, einen ganzen Kanister Lack, ich glaube auch. Das hier ist Toleros Quartier. Bist du bereit? Bin immer bereit! Dann wollen wir uns mal vorstellen. Was genau hat das zu bedeuten? Wie sind die auf die Idee gekommen, einen Weimar zu fangen? Oh nein, Kapitän, so ist es gar nicht. Nach Angaben der Marineeinheit ist dies kein Weimar, sondern ein Weilord Mini. Das Einzige, was hier Mini ist, ist euer Hirn. Welp. Ihr habt euch von so einer lächerlich offensichtlichen Lüge einwickeln lassen? Das ist nicht mehr als ein einfaches Weimar. Ihr habt ernsthaft geglaubt, dieses winzige Ding könnte unseren Frachter ersetzen? Die haben also über das Weilord Mini gelogen. Dann wundert es mich auch nicht mehr, dass ich nie zuvor von so einem Pokémon gehört habe. Ich bringe nicht einmal die Energie auf, mich darüber aufzuregen. In meiner ganzen Karriere hatte ich noch nie Glück mit meinen Untergebenen. Mein Versprechen, euch zum Hauptquartier mitzunehmen, das könnt ihr euch jetzt abschminken. Hm? Wer da? Bitte sagt mir, dass ihr ein echtes Weilord gefangen habt. Klar, habe ich draußen geparkt. Nicht du schon wieder? Hm? Und Professor Albert ebenfalls? Ihr wollt Professor Albert entführen? Aber nein, Herr Tolero, das stimmt nicht. Sie entführen mich doch überhaupt nicht. Sie haben mich in die Ranger-Vereinigung eingeladen. Ich darf Ihr Forschungslabor besuchen. Herr Tolero, erinnern Sie sich nicht? Das ist doch Svenja aus der Nachbarklasse. Erinnern? Wie könnte ich jemals vergessen, was dieser Ranger mit unserem Frachter angestellt hat? Und was zum... Hey! Du da, mit dem Hut! Die Datendisk in deiner Hand, die hält doch unsere Blaupausen. Was hat das alles zu bedeuten? Nicht nur den Professor, sondern auch unsere Entwürfe? Steht da nicht rum, ihr Narren! Nehmt sie ihn wieder ab, mit Gewalt! Ei, ei, Captain! Wie jetzt? Ihr wollt die Pläne für eure unglaubliche Maschine zurück? Es wäre unglaublich, wenn ich das zuließe. Diese Trottel gehören mir. Du kläffst dir den Chef vor. Immer muss ich die ganze Arbeit machen, okay? Ja, damit hatte ich jetzt auch gerechnet. Ich weiß nicht mehr, was es macht, aber ich erinnere mich zumindest an Scorgro. Boss-Time! Scorgro! Was machst du? Wind? Okay, Fuman. Ja. Mhm. Wobei die ja immer so ein bisschen wie so eine zweite Phase haben, wo sie dann noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Also wenn das Ding dann noch mal ein bisschen schneller wird, kann das, glaube ich, schon echt ätzend werden. Aber es macht immer die gleiche Reihenfolge von Attacken. Es kommt immer erst Wind, dann kommt die Schlammpfütze und dann kommt der Tackle, nenne ich es mal. Also, da kann man sich tatsächlich sehr gut drauf einstellen. Ja. Oh. Ah, es ist jetzt schneller geworden. Ja. Es hat einen Gang hochgeschaltet. Ich glaube, wichtig ist aber nur, solange es in diesem Modus ist, dass man zumindest ein paar Kreise hinkriegt, dass die Leiste nicht runtergeht. Der Modus wird ja wahrscheinlich irgendwann mal wieder aufhören. Maybe. Wobei, bin mir da nicht so sicher. Also es ist, glaube ich, wirklich die zweite Phase.
Aber ich versuche jetzt nicht greedy zu werden und das schön langsam runterzuspielen. Wenn du dich mal bitte vernünftig positionieren würdest. Ehrlich, ich muss irgendwie um die Schlammpfütze rumkommen. Das Gute ist, dass ich immerhin keinen Schaden nehme, wenn ich ihn in diesem Modus berühre. Das wäre halt echt ätzend. Aber der war sehr easy. Also der hat zum einen immer das Gleiche gemacht, die erste Hälfte. Du konntest dich super darauf einstellen. Die zweite Hälfte war halt ein bisschen tricky, weil er halt sehr schnell wurde und dieser Modus auch nicht mehr aufgehört hat. Ich dachte, vielleicht hört er irgendwann auf, aber scheinbar nicht. Und dann halt auch wirklich, ich glaube, die Winde und sowas war gar nicht das Problem, sondern einfach, dass immer zwei Schlammpfützen gekommen sind und er sich recht schnell bewegt hat. Das kann dann doch ein bisschen nervig sein, wenn man so selbst so ein bisschen nervös wird dabei. Aber so an sich fand ich den eigentlich ganz angenehm. Nice. Ihr seid viel zu spät gekommen und das sage ich nicht aus Trotz. Die unglaubliche Maschine aus diesen Blaupausen ist bereits zu 99% fertig. Wenn der Boss die unglaubliche Maschine einschaltet, wird Team Nachtschattens Zukunft in den Farben der Dunkelheit erstrahlen. Ich habe dies alles möglich gemacht. Team Nachtschattens Zukunft ist auf meinen Opfern gebaut. Ich habe es ermöglicht, indem ich an der Ranger-Schule als Lehrer aufgetreten bin und ein Wunderkind rekrutiert habe. Ja, ein Genie von der Art, wie es nur einmal in 100 Jahren geboren wird. Dieses Wunderkind ist natürlich Albert. Für diese Leistung hat der Boss endlich zugestimmt, mich zu einer Führungskraft bei Altro zu ernennen. Was war das denn? Hat ein Frachter die Plattform gerammt? Es ist ein Wailord. Ein Wailord rammt unsere Basis. Ein Wailord? Versucht es, unsere Basis zu zerstören? Ich verlasse die Basis. Für mich steht zu viel auf dem Spiel. Ich bin ein Mann mit Zukunft. Ich bin viel zu bedeutsam, um hier mit euresgleichen zu ertrinken. Meine Schergen und Albert. Seht zu, wie er rauskommt. Sucht euch selbst einen Ausweg. Er ist so ein Lappen. Aber Captain! Weil mal einfach so und tschüss. Herr Tolero? Die unglaubliche Maschine? Sie stärkt nicht die Freundschaft zwischen Pokémon und Menschen? Ach, Albert. Alles ist im Eimer. Dieses Girl von einem Ranger hat gewonnen. Die Blaupausen sind weg. Der Professor ist an die Ranger verloren. Es ist extrem eng hier drin. Und meine Ohren klingeln. Hey! Du Wailord, aufhören! Das ist doch kein Fußball! Na, sieh mal an. Unser Captain ist ein Unterwasserclown geworden. Blub, blub. Wir haben irgendwie nie viel Glück mit unseren Bossen, was? Passend zu dem, was er vorhin gemeint hat. Blub, blub. Aufhören, bitte! Verschone mich! Ich habe meine Pillen gegen Seekrankheit nicht genommen. Ich kenne einen guten Apotheker. Das hätte gar nicht besser laufen können. Ich werde per Voicemail Bezirksranger anfordern, die zurückgelassenen Pokémon retten sollen. Ich habe die Blaupausen. Du hast das Weimar befreit. Und nicht nur das, Professor Albert konnte Tolero auch noch Tschüss sagen. Ich glaube, wir haben nichts übersehen. Mission geschafft. Das war voll cool. Mit dem Weimar und dem Wailord, mit der Unterwassermission davor. Und Siva ist auch echt ganz cool. Es ist aber zu früh für Jubel. Diese unglaubliche Maschine von denen scheint ja fast fertig zu sein.
Uns läuft die Zeit davon. Beginnt durch den Notausgang nach oben. Muss eine Voicemail an die Vereinigung rausschicken. Aber die Basis ist schon stylisch. Ich verstehe. Siva, das war eine extrem bedeutsame Meldung. Altruhs Unterseeölfeld ist also zum Versteck der Nachtschatten geworden. Es ist einfach unmöglich, dass die Altruh GmbH nichts davon gewusst hat. Die Verbindung zwischen Nachtschatten und Altruh, Toleros Bezug, Professor Albert. Die Wahrheit hinter all dem bleibt in tiefster Dunkelheit verborgen. Apropos, ich habe gehört, Professor Albert ist derzeit recht niedergeschlagen und still. Ich könnte mir vorstellen, dass er endlich seine Situation zu begreifen beginnt. Wir müssen dringend mit ihm sprechen. Wir brauchen ihn hier. Nebenbei, und ich entschuldige mich dafür, dies über Voicemail zu tun. Svenja, ich befördere dich hiermit in den Ranger-Rang 8. Wir nähern uns dem Maximum. Also ganz so extrem viel haben wir in der Hauptgeschichte auch gar nicht mehr vor uns. Oh, nice. Nicht, dass ich immer super viel Poweraufladung benutze, aber... Ne? Von jetzt ab fahre bitte mit deiner Mission bezüglich der Gelbgemme fort. Ich bringe Albert zur Vereinigung und lasse mir ein paar Pläne durch den Kopf gehen. Svenja, du machst dich in die Haruba-Wüste weiter auf und suchst Bodo. Ich bringe dich auf meinem Boot hin. Ach ja, stimmt, wir sind hier mit Valiotte hingekommen. Was ist eigentlich mit dem Kapitän? Also ihr wisst schon, der uns eigentlich in die Wüste bringen sollte, dann mitten auf dem Meer stehen geblieben ist, damit wir abtauchen können. Dann sind wir mit dem Weilert hier hingeschwommen. Jetzt nehmen wir Sivas Boot und der Kapitän ist halt immer noch irgendwo auf hoher See und wartet auf uns. Hat den mal irgendwer angerufen? Nach dem Motto, hallo, kannst gerne zurückfahren? Naja. Der hat eine Vermisstenmeldung für uns gemacht, ich glaube auch. Das ist, ja, mit dem Türkis im Hintergrund, viel gelber könnte der Himmel gar nicht sein. Ziemlich übler Sandsturm. Ich war schon oft in der Haruba-Wüste, aber so schlimm ist es noch nie gewesen. Ich fahre dann mit Albert wieder zur Vereinigung. Du passt auf dich auf, klar? Ich meine, auf dem kleinen DS ist es bestimmt gar nicht so schlimm, aber jetzt so groß im Stream tut das schon ein bisschen weh. Willkommen in Haru... Tut mir leid, ich habe Sand in den Mund bekommen. Willkommen in Haruba-Dorf. In der Haruba-Wüste sind Sandstürme überhaupt nichts Seltenes. Aber es ist sehr selten, dass das Dorf so schlimm von einem erwischt wird. Habe ich schon? Die Pilippa habe ich in den Brunlanden schon gefangen. Hier ist noch ein Mogelbaum. Aber die Musik hier drin ist schon stylisch. Nun. Hartmut. Holt euch hier leckeren Kaffee. Möchtet ihr nicht etwas von unserem guten Espresso mit einer Prise Sand probieren? Ja komm, wer da nicht zuschlägt, ist selber schuld. Gehen an uns. Die Kongigas wurden in Camp Fröstel als Heizung zweckentfremdet. Hier, Kaffeeautomat. Nee, du, ich verzichte. Papa, das Problem mit dieser Kaffeemaschine ist, dass sie so einen Lärm macht. Oh, und dass der Kaffee immer ein bisschen nach Öl riecht. Schau doch nicht an Kleinigkeiten. Auf diese Weise kriegen wir wenigstens auch mal hier am Ende der Welt einen Espresso. Das ist mir schon Wunder genug. Leckeren Kaffee mit einer Prise Öl und einer... Ja, und einem Schuss Öl. Nom nom. Ich wollte eigentlich... Was brauche ich eigentlich für Gelb? Zertrümmern. Mach die Kaffeemaschine mal kaputt. Kriegt man ja die Krise. Alex, als ob wir dich mit Kaffee anlocken konnten.
So, Problem gelöst, unsere Augen sind erlöst. Ach du meine Güte, was hast du getan? Diese Espressomaschine war unser ganzes Geschäft. Hm? Was soll das gewesen sein? Ein Kongiga? Du meinst eine von diesen üblen Maschinen, die Pokémon kontrollieren können? Darüber habe ich in der Zeitung gelesen. Ach guck mal, das Almia-Journal haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Nummer 11, Team Nachtschatten gegen Ranger. Neueste Team Nachtschatten-Kontrolleinheit, Konmini. Vereinigung entwickelt Anti-Kongiga-Einheit. Die sind echt gut informiert mit der Anti-Kongiga-Einheit. Ranger überall umjubelt. Das ist Urs. Froderich sieht so ein bisschen aus, als wenn er mit seiner Hand so die Loser-Pose machen würde. Ein seltsames Licht auf dem Vereinigungsdach. Nein, nein. Top Ranger bekämpft möglichen Boss von Team Nachtschatten im Schlottertal. Wer hat das Foto gemacht? Der gleiche, der die Fotos bei One Piece, die Wanted-Fotos macht. Also. Vielleicht macht Ali die Fotos. Ach du meine Güte, nein! Ich habe etwas Furchtbares getan, aber das wollte ich doch gar nicht. Ich habe diese armen Hippopotas leiden lassen. Die Hippopotas waren von diesem Kongiga-Dings hypnotisiert? Haben sie darum den Sandsturm verursacht? Schön, dass dahinter Bodo ein Fragezeichen mittlerweile steht. Weißmehl, Weißmehl, ich bin es, oh, Bodo! Hey, ich hab dir vorhin Weißmehl geschickt, hab dich angewiesen, Gelbgelme zu finden. Warum kommst du nicht her? Die Aruba-Wüste. Schnell, komm. Ich sag dir, das ist eine wichtige Vision. Er hat schon wieder Lack gesoffen. Aber ich habe sehr coole Pokémon dabei. So, ich wollte eigentlich hierhin. Aber ich konnte den Sandsturm nicht mehr ertragen. Bin ich eigentlich voll aufgeladen? Müsste ja eigentlich nach der Mission, oder? Nee, bin ich gar nicht. Es hat mich einfach niemand geheilt. Frech. Da muss ich leider jetzt nochmal speichern. Der hat bestimmt den Kaffee von dem Typen von gerade gesoffen. Das wird sein. Ich glaube, das ist halt auch nicht so gesund. Warum hat Kasumi jetzt sich schon wieder so süß hingelegt? Was soll denn das? Ich glaube, Kasumi möchte, dass wir nächste Woche oder irgendwann in nächster Zeit mal wieder mit Mericam streamen, damit sie zeigen kann, wie süß sie eigentlich ist. Das ist unfassbar. Vor allem, sie streckt ihr kleines Füßchen weg. Damit du noch ein Foto machst. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Foto so gut sieht. Ja, doch. Aber nur, weil du es bist, Melli. Nur weil ich heute einen guten Tag habe. So. Ich habe dir noch ein Foto gemacht und es auch wieder auf Discord gepackt. Damit du Kasumi bewundern kannst in der Zwischenzeit. Sie streckt halt immer ihr Füßchen so süß weg, wenn sie sich hinlegt. Wenn ihr jetzt die Aufzeichnung irgendwann guckt, könnt ihr euch die Bilder natürlich nicht angucken, außer ihr scrollt auf Discord sehr weit hoch bis zum heutigen Tag. Aber lasst euch gesagt sein, die Meerschweinchen sind sehr niedlich. Dann würde ich hier auch für heute Schluss machen. Wir waren ja echt erfolgreich. Wir haben 2 Missionen heute gemacht. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal das Haruba-Dorf erkunden und ich denke auch dann die Gelbgemme holen. Das sollte auf jeden Fall im nächsten Stream gut machbar sein. Immerhin der Sandsturm ist schon mal weg. Das ist ganz nett. Dann sterben meine Augen nicht. Aber ja, wir haben heute gut was geschafft, würde ich behaupten.